Bevor das Video losgeht, habe ich auch eine kleine Anmerkung an euch. Heute Nacht um 23.59 Uhr, also weniger als 12 Stunden, wird ein Video kommen, was den ganzen Rahmen sprengen wird. Und dann wird dieses Thema für immer beerdigt. Okay, ich weiß, dass jetzt einige von euch auf ein Statement-Video von mir warten, ja? Dass ich auf das Video von meiner Ex-Frau reagiere, was sie auf diesem Kanal von dem YouTuber hochgeladen hat. Ja, an erster Stelle, ich werde heute alle ihre Lügen widerlegen. Eher gesagt, ich habe mir so die größten Lügen rausgesucht. Ja, wir werden nicht auf das ganze Video eingehen, aber schon zum größten Teil. Und ich möchte, dass ihr aber nach diesem Video, wenn ihr fertig seid, sie weder beleidigt, noch erniedrigt, noch irgendeinen blöden Kommentar verfasst. Ja, ich kann mir vorstellen, dass dieses Mädchen so am Arsch war, wegen den ganzen Lügen, dass sie keinen Ausweg mehr gefunden hat. Und diese dreckigen YouTuber, ja, die sowieso schon jahrelang gegen mich sind und was gegen mich haben, die immer wieder versuchen, wenn Beef ist, gegen mich zu schießen und jetzt auch diese Situation ausgenutzt haben. Ich weiß, dass sie ihr geschrieben haben und gesagt haben, komm, wir machen da ein schönes Video, so kannst du alles auspacken. Leider, leider, leider wurde so viele Unwahrheiten wurden da erzählt und die werde ich alle aufdecken. Aber dennoch, dieses arme Mädchen weiß nicht, was sie tut. Ich wollte dieses Video eigentlich gar nicht machen, ich schwöre es euch, aber ich muss es machen, weil Leute schreiben mir und die hören gar nicht mehr auf und kommentieren, du Frauenschläger, du hast dies und das gemacht, du bist ekelhaft und bimmemnei und das geht nicht mehr. Ich versuche hiermit nur noch meinen Ruf zu retten und decke alle Unwahrheiten auf, aber ich möchte dennoch nicht, dass sie irgendwie ein böses Wort über sie verliert. Sagt einfach Hallas, das Ganze ist jetzt über Kopf gestiegen, sie wusste nicht wohin, ja. Ihr denkt jetzt so, warum redet er so groß, ja. Nach diesem Video werdet ihr mich verstehen. Ich sage euch nur eine Sache, Gott ist groß und ich hatte nicht mal vor, dieses Video zu machen, aber Allah hat mal wieder diese Menschen bloßgestellt. Sie hat mich gestern Nacht um 3 Uhr ganz random angerufen und ich weiß nicht, was sie hatte, ob sie irgendwie sich schlecht gefühlt hat, weil sie so viel gelogen hat. Und ich habe zum größten Teil dieses Gespräch aufgenommen. Und ganz zum Schluss, wo es sehr emotional wurde und wo wir uns ausgesprochen haben, habe ich nicht mehr weiterhin aufgenommen. Wir haben beide unser Hack halal gemacht. Sie hat damit angefangen. Ja, sie hat es auch eher gesagt, dann halal gemacht, weil ich ihr vieles erzählt habe, das, was sie falsch gemacht hat, dass ich möchte, dass sie nicht solche Sachen einbaut, wie dass ich angeblich auf Koranbuch geschwört hätte, dass du unnötig für dein Achida so viele Sünden sammelst und ich gesagt habe, ich mache kein Video mehr und sie hat dann versprochen, ey, ich werde dafür dieses Video rausnehmen lassen, danke, dass du da dann kein Video mehr machst und, ja. Sie hat mich aber leider enttäuscht und hat sich nicht daran gehalten und umso öfter ich dieses Video mir anschauen musste und umso mehr Hassnachrichten ich bekommen habe, konnte ich einfach nicht mehr meinen Mund halten. Und ich werde euch jetzt erstmal etwas zeigen, warum sie sich dagegen entschieden hat, ja. Ganz einfach, Leute. Die erste Sache ist, wir haben gestern telefoniert und dann, nachdem wir unser Hackerl gemacht haben und so weiter, schreibt sie mir nochmal anschließend. Ich verzeihe dir aber nicht, dass du mich erneut im Stich gelassen hast. Ich hatte dir wirklich eine Chance gegeben, es erneut zu versuchen. Ich hätte um dich gekämpft, aber von dir kommt wieder mal nichts. Dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Kannst du kein Deutsch? Besser als du? Haha, ein bisschen gelacht. Wann im Stich gelassen? Von wann redest du aber? Weil du sagst, halal ediyorum, also ihr habt meinen Hack halal gemacht, aber eine Sache verzeihst du nicht, dass du es nicht erneut versuchst, egal was vorgefallen ist. Ihr müsst verstehen, wir haben telefoniert und sie hat gesagt, ich würde für dich meine Eltern hinten lassen, würdest du mal versuchen wollen. Und ich sage euch auch gleich, was ich dazu geantwortet habe, ja? So, und dann ging es weiter. Redest du von heute, von dem Hier und Jetzt oder von damals, wo du mit deinen Eltern kamst? Weil ich habe nicht verstanden, was sie sagt. Ich so, hä, wie, du willst noch mit mir versuchen? Habe ich nicht verstanden. Von jetzt eben, ich fühle mich so erbärmlich, als ob ich dich anflehen würde. Für ein wenig Aufmerksamkeit, das ist Antwort genug. Danke fürs erneut bloßstellen. Moment, muss beten, weil ich wusste nicht, was ich da sagen soll. Es war sowieso Fajr, wir hatten 6 Uhr, dann bin ich erstmal beten gegangen. Ich musste erstmal Klarheit verschaffen. Ich musste erstmal, okay, darauf klarkommen. Vergiss es, Worte können nicht meine Enttäuschung beschreiben. Wirklich, dass ich nochmals an eine Versöhnung denken konnte. Ich wusste insgeheim schon, dass du einfach die ganze Zeit mit mir redest, um dein Ego zu füttern, um mir am Ende zu sagen, dass so vieles passiert ist und es nicht funktionieren wird. Wirklich, ein richtiger Mann hätte sich niemals so verhalten. Ein wahrhaftiger Mann hält seine Frau an seiner Seite, egal was passiert. Ich sage euch ehrlich, Leute, ich habe viel überlegt und habe sie dann angerufen und letztendlich, wir haben uns beide so zum Affen gemacht. Wie kannst du noch meiner Mutter in ihr Gesicht schauen, wie kann ich auch deinem Vater ins Gesicht schauen, ja. Es sollte so sein, alles ist Nasib und ich habe dir versucht, wirklich, ich habe dir gesagt, guck mal, ich habe dich geliebt und ich hätte alles dafür getan, du hast mich verlassen, du hast auf deine Eltern gehört, du musstest einsehen, dass das dieser Fehler war, ich hätte dich niemals verlassen, aber es ist jetzt so gekommen, ja. Und daraufhin, ja, ich weiß nicht, wie sie insgeheim reagiert hat, ich fand es stark, dass sie dann endlich zugegeben hat, ey, ich will es doch mal versuchen, aber es tut mir leid. Das geht einfach nicht mehr. Ich kann aus meinem Herzen nicht mehr nach, vor allem, wo ich mir dieses Video nochmal reingezogen habe, was sie alles gesagt hat, es geht nicht. Ich kann diese Frau nicht an meiner Seite haben. Nur wegen dir ist es so weit gekommen.
Und dann habe ich mittags geschrieben, ich dachte, er nimmt das Video raus. Also hat sie es doch nicht gemacht. Und jetzt schreiben mir immer wieder Leute, und jetzt bin ich gezwungen sozusagen, auf dieses Video zu reagieren. Ja? Und das machen wir jetzt. Ich zeige keine Videoschnitte oder sonst was, damit nichts gesperrt wird. Wir hören uns einfach nur an, was gesagt wird. Und das Ganze werden wir widerlegen, ja? Nach der Hochzeit, in derselben Nacht hat sich alles drastisch geändert. Wir haben die Hochzeitsnacht in seinem Kinderzimmer verbracht. Auch wie sehr ich mich schäme, das jetzt öffentlich zu sagen, aber wir waren im Kinderzimmer bei seinen Eltern in der Wohnung. Und ich wurde auch von ihm alleine gelassen in dieser Nacht. Der musste wohl... In der Hochzeitsnacht hat er mich alleine gelassen. Der ist zu seinem Studio gefahren, müsste wohl Reactions drehen und ich habe die Wohnung seiner Eltern sauber gemacht. Und der hatte so eine G-Klasse, keine Ahnung wie das heißt, das Modell Bravos. Ja. Wir sind damit zu seinen Eltern gefahren. Der hat mich dort abgesetzt und ich war die ganze Nacht alleine. Okay, erste Sache ist, waren wir in meinem Kinderzimmer an unserer Hochzeitsnacht? Ja, zu dem Thema komme ich auch noch gleich. Ja, waren wir. Ich habe mit dir gesprochen, ey, unsere Wohnung ist nicht fertig und du wusstest das. Es hat noch vielleicht ein, zwei Wochen gedauert, ja, wegen den Bauarbeiten. Es tut mir leid. Und am nächsten Morgen, ja, wir mussten nur ein paar Stunden schlafen. Wir hatten unsere Tickets, ja, wir sind nach Istanbul geflogen, ja. Damit wir einfach 10 Tage dort verbringen können, ja, in der Zeit wird die Wohnung fertiggestellt und dann könnten wir sofort in die Wohnung einziehen. Du hast gesagt, kein Problem. Es wäre viel zu problematisch, ganze Koffer, das, ganze Sache mit ins Hotel, hinher, es war spät, wir wollten einfach nur schnell schlafen, uns ausruhen und dann morgen früh zum Flughafen fahren. Meine Brüder, was ich auch später angesprochen habe, meine Brüder, wallah billah, die waren nicht zu Hause. Die haben extra woanders geschlafen, nur meine Eltern waren zu Hause. Wallah billah, ich war zu Hause, ich habe mit dir zu Hause bei mir im Zimmer geschlafen. Es tut mir leid, dass das für dich beschämend ist, dass ich leider nicht schnell genug diese Wohnung fertigstellen konnte und deinen Ansprüchen gerecht werden konnte. Aber dass du so krass über die Hochzeitsnacht redest, ohne Scham, ja? Und sagst, wir mussten im Kinderzimmer schlafen, obwohl du immer wieder sagst, ich würde für meinen Mann alles tun, durch Höhen und Tiefen gehen, selbst wenn du nichts hättest, ja? Hat man gesehen, welche Persönlichkeit du in diesem Video widerspiegelst. Natürlich, verständlicherweise schaut jeder, was passiert da, warum heult sie jetzt? Dann hat er meine Hand so feste geschnappt, richtig festgedrückt, mich gedeckt, damit niemand sieht, dass ich weine und gesagt, dass ich meine Fresse halten soll. So hat unsere traumhafte Ehe angefangen, sozusagen. Jetzt ist die Sache, wie kann ich euch jetzt beweisen und das Ganze widerlegen, dass ich nicht handgreiflich wurde, ja, und dass ich meine Frau niemals schlagen würde. Ich kann nur eins sagen, man kann nicht alles widerlegen, dass eins ihrer Lieblingssätze waren, wie zum Beispiel halt deine Fresse. Und deswegen hat sie auch sofort in diesem Video so geschaltet, wie sie auch sonst reden würde, dass sie gesagt hat, Khan hat so und so geredet. Und damit ihr mir jetzt auch glaubt, wie gesagt, Allah stellt Menschen bloß und letzte Nacht ist dies passiert. Sie hat mich angerufen, ich habe vieles aufgenommen und das kam dabei raus. Nur, stopp, lass mich kurz ausreden, Er hat gesagt, ich will dir das nur für die Zukunft sagen. Dieses halt deine Fresse, das kam sehr, sehr oft vor. Deinen Ton hast du sehr oft erhöht gegenüber mir und immer wieder beleidigt und ich habe dies mitgemacht, ja. Mehr kann ich nicht beweisen. Ich kann nicht beweisen, dass ich kein Frauenschläger bin. Aber ich kann euch schon das zeigen, was mir vorliegt. Und ich hatte ihn eigentlich um Erlaubnis gebeten, so lange bei meinen Eltern selber zu bleiben. Seine Antwort war darauf, dass ich ihn nicht mal eine einzige Nacht alleine schlafen lassen darf, weil die Möglichkeit besteht, dass er fremdgehen könne. Man ist neu verheiratet. Ja. Man versucht sich an den Ehemann und an die Familie anzupassen. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich wurde ja indirekt dazu gezwungen, doch damit ihm 3 Wochen bei seinen Eltern in dieser Bruchbude zu bleiben. Mit seinen 4 Brüdern. 2 Brüder leben dort. Die erste Sache ist, A'udhu Billah, ich schwöre bei Allah, ich würde dir niemals fremdgehen. Nie in meinem gesamten Leben. Wenn ein Mann zu dir sagen würde, ich würde dir fremdgehen, dann musst du diesen Mann sofort verlassen. Ich weiß nicht, aus welchem Arschloch du dir diese Sätze rausziehst, ja? Aber ich schwöre bei Allah, ich würde das niemals machen. Auch wenn ich eine scheiß Vergangenheit habe. Sobald ich eine Frau fest habe und mit islamisch verheiratet bin, habe ich zu sehr Angst vor Allah, um dieser Frau fremdzugehen. Und dass du dann sagst, wir waren, Alter, du warst die Hochzeitsnacht bei mir zu Hause, es tut mir leid, die Wohnung war nicht fertig. Und du dramatisierst diese Sache so krass. Was laberst du da, hä? Ich musste ganze Tage da bleiben, Mutter helfen, Putte. Was laberst du da, hä? Schämst du dich nicht, um dann noch zu sagen, in dieser Bruchbude? Alhamdulillah, uns geht's gut, wir haben eine schöne Wohnung. Wallah, wir haben, glaube ich, knapp 100 Quadratmeter auf 4 Zimmer. Wir haben schöne Möbel, uns geht's gut. Ich muss mich nicht rechtfertigen, aber sagen wir mal, selbst wenn wir eine Bruchbude haben und wir das Geld nicht dazu haben, hä? Als Muslima gehört sich das zu sagen, Alter, unter welchen Umständen lebt ihr was von der Bruchbude? Hä? Sag doch einfach Alhamdulillah, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Hä? Ob wir in der Hochzeitsnacht sofort da oder da sind oder in mein Zimmer, sag doch Alhamdulillah. Du weißt doch ganz genau, dass es Menschen gibt, die viel weniger haben. Hä? Du hast doch den Islam studiert. Was gibst du da für Worte von dir? Hä?
Ich muss erwähnen, die Familie war schon sehr verstört. Okay. Denn irgendwie, wir sind neu in die Wohnung eingezogen, versuchen alles einzurichten. Der hat ja alle Grobmöbeln durch eine Kooperation bekommen. Deswegen okay, krass. Durch eine Kooperation hatte der die Grobmöbeln gekauft. Und den eigentlichen Teil habe ich aus meinem selbstverdienten Geld gekauft. Ich habe eigentlich alles an Küchenutensilien, Badmöbeln und so weiter, habe ich selbst finanziert. Okay. Ich schwöre auf Allahs 99 Namen. Dieser Schrank, ihr Schrank im Schlafzimmer, das Ehebett, die Couch, der Couchtisch, der Fernseher, die Küche. Ich schwöre auf Gott, ich habe alles mit meinem Geld bezahlt. Ja, dass du dich nicht schämst und mich da so abstempelst, dass ich nichts zahlen würde und dass du angeblich so und so viel zahlen würdest, ja. Hier ist ein kleiner Screenshot von vielen, ja. 10.900, 2.900, ja. Zum Beispiel, das war der Fernseher 2.900, 800, was war das? Ikea. Ich habe jetzt vieles verdeckt wegen den ganzen Nummern, die da drunter stehen und. Guck mal, das war innerhalb vom 5.6. bis 7.6. So viel, wie ich bezahlt habe. Und das nur ein Bruchteil davon. Und du stempelst mich als Penner ab, ich würde nichts zahlen. Hä? Es ist beschämend, darüber zu reden. Wallahi, ist es so beschämend, darüber zu reden, dass du mich versuchst, als Penner abzustempeln. Ich würde angeblich alles durch Kooperation bekommen und du hättest alles in der Wohnung bezahlt? Warum hast du dann nicht alles mitgenommen? Warum hast du dann nicht alles mitgenommen, was hier drin ist, hä? Wenn du angeblich alles bezahlt hast? Das ist ein richtiger Punkt, den ich erwähnen möchte. Die Eltern haben sich einfach gestritten. Ich weiß nicht, weswegen. Und der Papa... Und Audibilla, das ist eine sehr, sehr krasse Sache, was sie jetzt hier macht. ...hat die Mutter aus der Wohnung geschmissen. Die lag im Keller. Im Keller lag eine Matratze und die Mutter wollte die Nacht dort verbringen. Okay. Ich habe im Leben noch nie sowas gesehen und ich war schockiert. Die haben sich alle... Du warst schockiert? Okay. Leute. So verhalten, als ob das Normalste auf Erden sei. Ich habe ihm gesagt, warum lässt du das zu? Warum schimpfst du nicht deinen Vater etwas an? Deine Mutter liegt im Keller. Der sagt, ja, was soll ich machen? Mein Vater ist halt krank. Also, sie versucht jetzt sozusagen meine Familie als krank darzustellen. Ich würde meine Mutter da und da im Keller schlafen lassen. Würde sie mich nicht um meine Mutter kümmern, ja? Du sagst zuerst, ich bin so ein krasses Muttersöhnchen. Meine Mutter geht vor allem vor. Und dann würde ich meiner Mutter sowas antun. Aber wir kommen noch gleich dazu. Ich habe ihn dazu gezwungen, dass er seine Mutter zu uns holen soll. Deswegen fand ich halt, ich habe im Statement auch mitbekommen, dass er meinte, dass ich mich zwischen ihm und seine Mutter gestellt hätte. Ah. Was so eine Respektlosigkeit gegenüber meiner Person ist, weil ich habe diese Frau auf Händen getragen. Okay, Moment. Erstmal möchte ich zum Thema kranker Vater etwas zeigen. Wie krank dein Vater wirklich ist, wissen wir alle, ja. Als er mich damals jedes Mal angerufen hat, wo wir Streit hatten und jedes Mal mich totbeleidigt hat, ja. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt. Er beleidigt und flucht auf Türkisch. Muss man nicht unbedingt auf Deutsch übersetzen. Aber an die es verstehen, ja, die wissen ganz genau, wie schlimm sowas ist. Erstmal zu der Sache mit dem Vater. Ich weiß nicht, wer die Nummer ist. Hallo? Ihr habt mich eben angerufen. Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Warum fluchen Sie so? Und ich schwöre bei Gott, das ist der Vater und alle Chats, die ich zeige und Memos zeige, sind von Amy oder ihrer Familie, also von meiner Ex-Ehefrau. Da ist nichts gelogen. Weil im Video erwähnt er auch explizit, E-Geräte hast du genommen, Küchengeräte, aber das waren wirklich deine, die du selber gekauft hast. Ich habe alles selbst gekauft. Gibt's auch Belege wahrscheinlich. Natürlich, ne? Ich habe alles dokumentiert. Dann zeig doch mal irgendwas, was du gekauft hast. Ich schwöre bei Gott. Du bringst eine heiße Fritteuse mit, die gebraucht war von deiner Familie, von deinen Eltern, die abgenutzt war. Eine KitchenAid oder wie das heißt, die gebraucht war, abgenutzt war. Irgendwelche Gläser, wo Abnutzungen waren, Chai-Badach, ja. So vieles musste ich ergänzen, aber das war mir egal, ja. Dir wurde lediglich nur gesagt, hör mal, Amy, so, ist das dein Chase? Was hast du eigentlich mitgebracht? Okay, ne, stimmt, wir ergänzen das. Und du hast daraufhin gesagt, ja, es tut mir leid, mein Vater ist aber so, er kann leider nichts dazu steuern, ich habe leider nichts, ja. Du hast dich geschämt für deinen Vater. Und wir haben gesagt, kein Problem, ja. Also folgendermaßen, die haben mir halt finanzielle Freiheit versprochen und dass ich mir über nichts Gedanken machen müsse und wir Step by Step die Wohnung einrichten werden. Man hat mir gesagt, dass ich jetzt nicht mehr arbeiten müsse, aber selbst bei meinen Eltern, ich hatte es nicht nötig zu arbeiten. Okay. Ich habe es halt von mir selbst ausgemacht, dass ich einer Tätigkeit folge und mein Vater hatte das Ganze so akzeptiert, weil ihm versprochen wurde, dass er in Zukunft nicht mehr solche Videos produzieren wird mit Frauen zusammen. Ich schwöre bei Gott, stimmt nicht. Darüber haben wir noch nie gesprochen. Dein Vater hat mich so akzeptiert. Er hat nicht mal bei so YouTube-Sache gesprochen. Hat den gar nicht interessiert. Straßenumfragen und dass ich nicht arbeiten werde und ich finanzielle Freiheit habe. Das wurde ihm alles versichert und mir. Okay. Danach haben wir ein Handgeld. So, erstmal, hast du in diesen 4-5 Monaten einmal arbeiten müssen? Hast du irgendwas, wo du belegen kannst und sagen kannst, ich hätte dich arbeiten geschickt, ich hätte irgendwas gemacht, hä? Von morgens bis abends konntest du schlafen, zu Hause chillen, dein Leben genießen, ja? Du hast gar keine Sorgen. Ich habe gesagt, du musst nicht arbeiten.
Es ist doch schön. Alhamdulillah, ich verdiene genug Geld. Du kannst jeden Morgen mit mir zusammen aufwachen. Du musst nicht das Haus verlassen. Ich muss nicht alleine sein. Ich habe dir das versprochen. Ich habe mich dabei gehalten. Musstest du einmal arbeiten? Musstest du irgendwas machen? Hä? In Höhe von 5000 Euro erwartet von meinem Vater für das Schlafzimmer. Und dann wollten die alle E-Geräte, sei es Fernseher, Staubsauger, Waschmaschine, dass ich alles zahle. So, zu der Sache folgendes, ja. Ich schwöre bei Gott. Sie kommt zu mir und sagt, Khan, es ist unser Hack, dass mein Vater Schlafzimmer und E-Geräte zahlt. Und ich habe gesagt, der kann das doch niemals zahlen. Bei diesen Summen, ja, das haut gar nicht hin. Da müsste der, was weiß ich, wie viel zahlen. Weil das teuerste war ja Bett, Schrank und E-Geräte. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich zahle alles. Beziehungsweise ich habe ja schon alles gezahlt. Wenn dein Vater will, kann er 3.000, 4.000 Euro dazugeben. Und das können wir dann irgendwie verballern, was weiß ich, Urlaub, wo auch sonst immer. Ja? Und irgendwann hat dein Vater dann gesagt, ja, ich wusste nicht, dass der Hilfe braucht und keine Ahnung. Ja, ich kann 1.000 Euro geben. Und ich schwöre bei Gott, ich habe gesagt, Janushausen, ich möchte von dir kein Geld. Ich schäme mich, ja. Bevor ich diese 1.000 Euro annehme, nehme ich gar nichts an. Wo haben wir von euch 5.000 Euro verlangt? Dein Vater hält dieses Geld so, der konnte nicht mal 1 Euro dazu steuern, ja. Ich bitte dich. Tatsächlich habe ich die Hälfte noch dort vergessen. Ja, ich habe die dort noch vergessen. Mir ging es nicht um Gold oder Geld, aber wenn ich über diese Walla Billa, wo hast du was vergessen? Ich schwöre bei Gott, du hast über 10.000 Euro, ich glaube knapp 11.000 Euro, nur von mir und meiner Mutter bekommen. Von mir und meiner Mutter, und das hast du behalten. Und der Rest ist von Familie, Verwandten. Wallaha billah, du hast es mitgenommen, diesen ganzen Beutel, diese ganzen Batzen an Gold. Tatsächlich hast du die Hälfte hier gelassen. Möge Allah dich für diese Aussagen bestrafen. Und wenn ich lüge, sollte er mich das Zehnfache an Bestrafung geben. Hier lang ausgebeutet werde, weil finanziell bin ich für alles aufgekommen. Also ich beziehe Arbeitslosengeld vom Amt, ja. Sie bezieht Arbeitslosengeld vom Amt und ist für alles aufgekommen. Hörst du dir zu beim Reden? Ich habe ja meinen Job aufgegeben für ihn. Ich habe quasi alles für ihn aufgegeben. Und da ich in eine fremde Stadt ziehe, habe ich dann Arbeitslosengeld bezieht. Ja, du hast Arbeitslosengeld bezieht. Und ich habe alles durch dieses Geld finanziert. Und ich habe noch offene Rechnungen. Ich schwöre bei Gott, bei Allahs 99 Namen, ich habe gesagt, hör diesen Beruf auf. Das war schon ungefähr im April, hast du diesen Beruf aufgegeben. Ich habe gesagt, hör auf. Komm zu mir, du bist nicht arbeiten. Und du musstest bis jetzt noch nie arbeiten, ja? Tu mir nicht ein von wegen irgendwie, ich hätte das und das finanziert. Ich habe dir versucht, das beste Leben zu ermöglichen. Und das ist jetzt in Höhe von 5.000 Euro, was ich mir jetzt nicht leiste, ehrlich gesagt. Ja. Ich schwöre bei Gott, stimmt nicht. Ich bekomme bis heute Briefe von dir. Richtig viele Sachen, die du nie bezahlt hast, ja? Das kam nach der Trennung, weil du mich alles zahlen lassen hast. 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro. Diese Briefe werde ich alle schön nach Hause schicken. Könnt ihr schön zahlen, ja? Das sind vielleicht ein paar hundert Euro, die du nicht bezahlt hast. Was laberst du von wegen 5.000 Euro? Woher willst du dieses Geld haben? Ich kann es mir nicht leisten. Und also die Familie, die meinen Vater und mir versprochen hatten, dass sie mich nicht arbeiten schicken werden, wollten dann, dass ich Arbeitslosengeld weiterhin beziehe und gleichzeitig schwarz irgendwo putzen soll. Wo haben wir dich denn arbeiten lassen? Ja, ich habe gesagt, nimm Arbeitslosengeld. Sei doch schlau. Das erste Jahr kriegst du Geld vom Staat und du lebst bei mir. Wo habe ich dich denn arbeiten geschickt? Dann zeig doch, wo du arbeiten warst. Zeig doch bitte. Und jetzt eine andere Sache. Stell dir mal vor, ein Ehemann sagt wirklich, geh arbeiten, damit wir mehr Geld verdienen. Wärst du dir zu schade, ein bisschen arbeiten zu gehen für deinen Ehemann, damit ihr ein bisschen mehr Geld habt, hä? Ich sage nicht, dass es so ist. Aber wer ist dir zu schade, hä, arbeiten zu gehen? Mehrmals hat er darauf bestanden, dass ich anfangen soll, irgendwo schwarz zu putzen. Und ich habe ihm versucht zu erklären, mehrmals, dass es wo? Beschämend ist. Ich möchte euch jetzt einen Clip zeigen, Leute. Ja, das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Und jetzt sag mir bitte, ja, ob diese Worte gelogen waren, ja, was du da gesprochen hast. Was arbeitet Jenge? Also, das letzte Mal war ich bei einer... Und ihr kennt dieses Video, das ist mein FAQ aus Holland. Hochverwaltung. An dem Tag, wo ich dir 3.000, 4.000 Euro ausgegeben habe. Für jede Sache blind, was du dir gekauft hast. Tätig. Ja. Und jetzt bin ich arbeitslos. Du bist gerade arbeitslos? Ja, beste Leben. Beste Leben arbeitslos? Krass, Alter. Und das erlaubt dir dein Mann? Ja. Ja, erlaubt dir das dein Mann? Krass. Jackpot. Jackpot! Wie ist das so? Arbeitslos zu sein? Nee, Hausproleben, beste Leben. Ah, erst sagst du, ich wurde versklavt, ich musste jeden Morgen Frühstück machen und jetzt sagst du, beste Leben. Ja, was denn jetzt? Sag mir bitte nicht eines Tages, Schatz, muss arbeiten. Oh, das wäre krank, wenn du eines Tages arbeiten gehen müsstest. Och, du Arme. Alles klar. Großdank. Großdank, ja, alles klar. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen, oder Leute? Von Beginn an dieser Ehe wurde ich schikaniert, psychisch fertig gemacht und er wurde von Tag zu Tag immer mehr handgreiflicher. Zum Beispiel an dem Tag, wenn ich was vorhatte, ich will meine Eltern zum Beispiel besuchen gehen, eskaliert es zu Hause. Er beginnt irgendeinen Streit und wenn ich ein Widerwort von mir gebe, packt er jedes Mal meinen linken Oberarm,
schubst mich hin und her, schmeißt mich sogar auf den Boden und klatscht mir eine. Ich schwöre bei Gott, ich weiß nicht, wie viel man sich in dieser Sekunde, in dieser Minute ausdenken kann, ne? Aber es ist lustig auf jeden Fall, wie du dir merken kannst, dass ich dich irgendwie angeblich jedes Mal am linken Oberarm gepackt habe. Ich weiß ja nicht, ob ich was gegen deinen Oberarm hatte, ob wir irgendwie Beef hatten, ne? Aber genau wegen solchen Aussagen, was du in deiner Instagram-Story gepostet hast, genau deswegen, seid ihr gewiss, kam das zweite Video mit der ganzen Wahrheit. Und es wird noch schlimmer. Ich bin zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, ich habe kein Geld mehr. Kannst du mir bitte ein bisschen Geld geben und auch... Ich schwöre bei Gott, ich habe dir Geld gegeben. Ich habe dir jedes Mal Geld gegeben, so viel du wolltest. Islamisch gesehen ist das mein Recht. Nein, falsch. Ich korrigiere dich. Islamisch gesehen gehört dir alles von mir. Alles, was ich besitze, alles, was ich habe, gehört dir und ich habe dir versucht, alles zu geben. Islamisch gesehen gehöre ich, meine Wohnung, mein Besitz, alles gehört dir. Du bist meine Frau. Das Geld des Mannes gehört auch der Frau. Und ja, er darf dich nachfragen, was seine Frau mit ihrem eigenen Geld angestellt hat. Er ist dazu verpflichtet, ihr dieses Geld bereitzustellen. So, zu der Sache. Ich darf nicht fragen, was du mit deinem Geld gemacht hast. Dazu kommen wir jetzt. Weißt du, wie er sich angestellt hat? Wie ein kleines Kind. Von wegen, was hast du mit deinem Geld angestellt? Wo sind die 700 Euro, dein Arbeitslosengeld? Und ich habe gesagt, der hat nicht das Recht dazu, meine Kontoauszüge zu kontrollieren. Weil ich auch das so gelernt habe, islamisch gesehen. Er darf nicht nach... Islamisch gesehen hast du auf jeden Fall einiges gelernt, ich gemerkt habe. ...fragen, was ich mit meinem Geld angestellt habe. Es ist wieder eskaliert. Ich bin schon jemand, der sehr schnell anfangen kann zu weinen. Ja. Ich habe angefangen zu weinen und er hat mich am Nacken gepackt, im Wohnzimmer auf den Boden gedrückt und sagte, dass ich ihm meine Kontoauszüge hier zeigen muss. Allah soll mich bestrafen. Ich schwöre bei Allah, dass sowas nicht stimmt. Denkst du irgendwie, dass ich wie ein Hund behandle oder was? Dass ich dich so packe? Bin ich so ein Geil? Hör mal, wenn ich sowas machen würde, dann müsstest du doch schon von dem Tag an diese Wohnung verlassen und gehen, wenn ein Mann so krank wäre. Welche Frau bleibt bei diesem Mann, wenn dieser Mann angeblich so krank wäre? Dann wegen diesem bescheuerten Kontoauszüge hat er mich auf den Boden gedrückt und hat mich gezwungen, meine Kontoauszüge zu zeigen. So, ich schwöre bei Gott, das stimmt nicht. Aber wisst ihr, was stimmt? Dass ich gesagt habe, hör mal, es sind 5 Tage vom Monat vergangen. Du kriegst ca. 750 Euro. Und das war auch die Monate davor so, ja? Und irgendwann habe ich gesagt, wie kannst du knapp 750 Euro innerhalb von 4 bis 7 Tagen ausgeben? Das war ein bisschen merkwürdig für mich. Und ich wollte einfach nur hinterfragen, hat meine Frau Probleme? Stimmt irgendwas nicht? Musst du Rechnungen begleichen? Ich will dir gerne helfen. Und irgendwann, als sie die Kontoauszüge von sich selbst gezeigt hat, ja, wallah, du hast sie von selbst gezeigt, habe ich dich gefragt, was ist das? Klarna Rechnungen. Und ich schwöre bei Allah, du hast gesagt, ich zahle die Rechnungen von meiner Mutter. Das waren in jedes Mal eine Höhe von 2, 3, 4 Euro. Und ich habe gesagt, wie, warum? Ja, weil mein Vater das nicht mitmacht, ihr kein Geld gibt, ja. Sie hat eine bestimmte Summe zum Ausgeben, was sie von ihrer Rente oder was weiß ich bekommt, ja. Und dein Vater ist so gierig, um ihr Geld zu geben und diese Kosten zu zahlen. Und da habe ich einen Kurzschluss bekommen. Ich so, hör mal, wenn dein Vater zu gierig ist, um deine Frau, ja, um sie zu versorgen, dann muss ich doch nicht für deine Mutter aufkommen. Klar, wenn sie mal Hilfe braucht, Fuffi hier, Huni da, Essen ausgeben, Kippenschachtel kaufen, was auch immer, Wallah mach. Aber dass du jeden Monat mehr als die Hälfte von deinem Einkommen in den ersten Tagen für deine Mutter ausgibst, das fand ich nicht richtig. Das ist weder richtig von deiner Mutter, sonst noch von dir. Klar, sollst du mal alles für die Eltern machen. Aber du redest von wegen, meine Eltern machen alles richtig, kann deine Eltern sind falsch, dein Vater ist so gierig, ja, kann nicht mal etwas für deine Mutter zahlen. Und dann habe ich gesagt, hör mal, nach 5, 6 Tagen willst du jedes Mal Geld von mir, ich gebe es dir. Aber wie kann das sein, dass so schnell 750 Euro aufgebraucht sind? Wallah, ich zahle doch alles für die Wohnung. Auto wird immer voll getankt, Einkaufszeit, ich zahle doch alles. Wo hast du Ausgaben? Wir sind nur ständig zu zweit unterwegs, draußen essen, ausgeben. Das ist doch auch meine Pflicht. Ja, das ist alles von mir, aber es ist nicht meine Pflicht, um für deine Mutter aufzukommen. Ich kann doch nicht ihre Klarna-Schulden zahlen, nur weil sie so eine kranke Shoppingsucht hat. Und wallah, bitte Leute, es ist die Wahrheit. Ich schwöre bei Allah, das hat meine Ex-Ehefrau mir gestanden, dass sie die Schulden ihrer Mutter bezahlt, ja? Ihre Shoppingsucht. Aber bitteschön, warum erzählst du diese Sachen nicht, hä? Zeigen. So, machen wir weiter. Weil ich hatte vor, für unsere Wohnung Gardinen anfertigen zu lassen. Jetzt kommen wir zum Thema Gardinen. Och, Bäh. Wir leben seit 5 Monaten in dieser Wohnung. Wir leben... 3,5 waren das bis zu dem Moment, bis zu den Gardinen. Dort seit 5 Monaten in dieser Wohnung. Ohne Gardinen. Ich war 24/7 immer mit Kopftuch und Kleid am Rumlaufen in der... Ich schwöre bei Allah, du warst so oft ohne Kopftuch und richtig freizügig. Also nicht komplett bekleidet und ich habe jedes Mal gesagt, ey, pass doch mal auf, Fenster ist offen, Gardinen sind nicht unten, Nachbarn sehen das. Und du hast gesagt, chill, ich pass schon auf, ich sehe schon, da ist keiner, ich schwöre bei Allah. Jedes Mal war das so. Und ja, es tut mir leid, dass ich die ganze Wohnung, ja, mit Möbeln ausgestattet habe und alles getan habe, aber es nicht für die Gardinen gereicht habe, dass ich von meinem Kopf her eine Sache vergessen habe und es aufgeschoben habe.
Es tut mir aus Herzen leid, dass ich dir diesen Wunsch nicht erfüllen konnte, ja? Es tut mir leid. Bruno, weil jeder kann uns ja sehen von draußen. Mhm. Ich kann ja nicht ohne Kopftuch rumlaufen innerhalb dieser Wohnung. Ja. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich werde das anfertigen lassen und du wirst die Rechnung bekommen dafür. Stopp! Wallah billah, Allah ist mein Zeuge. Du hast gesagt, Khan, weil mein Vater nie was dazu gesteuert hat, hat er sich geschämt, er möchte wenigstens die Gardinen zahlen. Er will so Step by Step so ein paar Sachen zahlen. Ist ja cool, okay, korrekt, warum nicht? Ich hatte mir das nicht leisten können. Letztendlich haben wir uns wieder an dem... Du hättest dir 600 Euro Gardinen nicht leisten können, aber redest davor, du hast 5000 Euro das bezahlt, du hast Schulden, du hast alles finanziert, also was denn jetzt? Freitag gestritten. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich ungern ansprechen wollte, warum wir uns eigentlich getrennt haben, warum es an diesem Freitag so zu diesem Stress kam. Nach 3 Stunden habe ich endlich einen Wagen bekommen. Ich habe den alten Schrottkorsa. Aha, stopp. Letztendlich haben wir uns wieder an dem Freitag gestritten. Da ist sie ja zu ihren Eltern gefahren. Und nach 3 Stunden habe ich endlich einen Wagen bekommen. Ich habe den alten Schrottkorsa bekommen von denen. So, du hast endlich ein Auto von uns bekommen und du hast diesen Schrottkorsa bekommen, ne? An allererster Stelle... Du als gelehrte Frau, die den Islam studiert hat, ne, du müsstest doch wissen, dass man nicht undankbar gegenüber dem Ehemann oder sonst jemandem sein sollte, ne, wenn dir jemand ein Auto zur Verfügung stellt, ob es krass ist oder nicht und es sich Hauptsache von A nach B bringt. Sag doch Alhamdulillah. Dein Vater hat dein Auto verkauft vor der Hochzeit. Du standst ohne Auto da, wir haben dir ein Auto angeboten. Du konntest damit deine Sachen erledigen. Sag doch Alhamdulillah für das Auto. Und genau solche Aussagen, ja, zeigen deinen Charakter, deinen wahren Charakter. Und das haben auch die Leute gecheckt und es auch in die Kommentare geschrieben, dass du sehr, sehr undankbar warst. Und jetzt passen wir mal auf. Du hast 3 Stunden gewartet, ich hätte dir kein Auto geben wollen und so weiter, ne? Bei Allah, wir wissen beide, ich habe dir sehr oft mein Auto gegeben, womit du immer wieder zu deinen Eltern gefahren bist. Allein, wo ich in Kayseri war, bist du ständig mit deinen Cousinen und Freunden in Düsseldorf hin, zurück Duisburg zu deinen Eltern, ja? Du hast ja oft mein Auto bekommen. Aber dann, wenn ich selber mein Auto brauche und es dir nicht geben kann, wenn du zu deinen Eltern fährst, dann habe ich dir das Auto von meinen Eltern angeboten. Wo ist das Problem? Hier könnt ihr sehen, Freitag, 15. September, 7 Minuten zu Hause. Corsa kannst du danach nehmen. Kaufland ist die Hölle los. Warum auf Gottes Erden bist du in Kaufland, wobei du weißt, dass ich es eilig habe, ja? Ich war davor einfach nur einkaufen. Ich bin aufgestanden, wollte einkaufen für mein Frühstück. Corsa kommt erst gleich, deswegen auf Gottes Erden bin ich Kaufland gegangen. Bei allem lässt du mich großartig warten. Echt, danke. Nein, der Corsa kommt erst gegen 12.20 Uhr. Danke, das heißt undankbar. Danke, Hölle, sag doch mal danke. Du musst doch nur kurz warten. Und dann hatte sie den Corsa, ja. Ich habe sie zu Eltern gefahren, sie hat den Corsa genommen, hat eine Memo gemacht. Ich bin gleich da, reicht der Tank noch bis dahin aus? Habe ich gesagt, ja, reicht, aber zurück vielleicht nicht. Tank einfach 20 Euro, Diesel 15 bis 20 Euro, reicht. Ach, tut mir auch an der Stelle leid, dass wir das Auto dir nicht vollgetankt gegeben haben, ne. Bin richtig im Berufsverkehr, bin jetzt zu Hause, Tamam, später rufe ich an. Du hast sofort ein Auto bekommen. Ich habe dich nicht 3 Stunden oder sonst was warten lassen. Ich habe gegeben und versucht, was ich konnte, ja. Aber dass du sagst, Schrottauto und Bruch wurde. Ah, genau. Ich habe ja noch mal hier mit dir telefoniert gehabt und Stück für Stück kommen ein paar Ausschnitte, wo wir telefoniert haben. Dies und das. Möge Allah dir in Zukunft, inshallah, das geben, genau was du dir vorstellst. Luxus, Villa, krasses Auto. Aber sag mir eine Sache, du hast eine G-Klasse nicht verdient, wenn du einen Opel Corsa nicht wertschätzt. Ah, bitteschön. Verstanden. Sag Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dass ich überhaupt ein Auto hatte, dass ich überhaupt ein Auto hatte, obwohl mein Vater so eklig war, obwohl mein Vater so eklig war und dieses Auto verkauft. Obwohl mein Vater so eklig war, mein Auto verkauft. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dass meine Schwiegermutter ihr Auto mir gibt, damit ich von A nach B komme und meine Sachen erledigen kann. Sag. Eine Woche vor der Hochzeit verkauft der Vater das Auto von meiner Ex-Ehefrau. 3000 Euro gekauft, 3500 Euro wiederverkauft. Und ich sag zu ihm, was ist eigentlich mit dem Auto passiert? Ich hab's verkauft, sogar 500 Euro plus gemacht. Und ich schwöre bei Allah, meine Ex-Ehefrau kam zu mir und hat gesagt, ich habe sogar ca. 1.500 Euro für das Auto bezahlt. Das Geld hat mein Vater mir nicht wiedergegeben. Er hat gesagt, Abi, Rizim, unsere Schulden sind quitt. Das, was du mir sozusagen schuldest über die Jahre, was ich hier ausgegeben und bezahlt habe, wir sind quitt. Ich schwöre bei Allahs 99 Namen, ich soll bestraft werden, wenn ich lüge. Das hast du mir gesagt. Und in dieser Woche, wo du ein Auto gebraucht hast, hast du sofort ein Auto bekommen. Aus Herz, gerne. Ist doch kein Problem. Sofort. Und du sagst, Schrottauto. Nankör, dein Vater verkauft dein Auto, ha? Und du sagst Schrottauto. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, und sage nicht Schrottauto. Möge Allah dich dafür bestrafen, dass du so Nankör warst, so undankbar. Du sagst Bruchbude, ha? Du sagst Schrottauto, Audu Billah. Ballah, Billah, das hat mich, glaube ich, am meisten schockiert, dass du so redest, weil das zeigt deinen wahren Charakter. Okay. Dann machen wir weiter, was sie zu sagen hat. Hab meine Mama abgeholt, wir sind dann zum Gardinenhandel gefahren, Maße wurden durchgegeben und ich habe einen Preis bekommen. 600 Euro hätte es gekostet, ne, für die ganze Wohnung, die Gardinen. Und das Normalste auf Erden, was macht man als Ehefrau? Ich rufe meinen Mann an, um zu fragen, ob er mit dem Preis einverstanden ist. Mhm. Und
Ich hatte mir wirklich in diesem Moment gewünscht, dass er ein einziges Mal wie ein Mann sagt, dass das kein Problem sei. Mhm. Sorry, dass ich noch nie ein Mann in deinen Augen war. Das zahlen wird und ich diesen Auftrag aufgeben kann. Ich wollte mich wirklich das eine Mal nicht auf ihn verlassen können. Aber er hat am Telefon gesagt, warum sagst du mir das? Warum zahlt das dein Baba nicht? Dein Baba soll das zahlen, der zahlt das bestimmt, hat er am Telefon gesagt. Und ich habe... So, und jetzt sage ich euch, was davon stimmt, was nicht, ne? Erste Sache, sie hat eine Woche vorher gesagt, wie ich euch eben erzählt hatte, mein Vater wird die Gardinen übernehmen. Sie ruft mich an, ich bin am Sitzen mit den Jungs. Ja, hey, so 600 Euro. Ich so, ja, okay. Ja, ist das teuer? Ich so, wie, warum fragst du mich, ob das teuer ist? Ich habe keinen Plan von sowas, ich kenne mich damit nicht aus. Ja, ich wollte dich fragen, ob das so teuer ist und wir haben uns jetzt die Gardinen ausgesucht. Ich so, ja, keine Ahnung, holt doch. Und dann sagt sie, ja, weil du musst das ja zahlen. Ich so, wie? Du hast doch gesagt, dein Vater zahlt das. Und dann auf einmal, am Weinen, legt auf. Hier ist der Screen. Fragezeichen, hast du aufgelegt oder kein Netz? Ich dachte mir, sie hat aus Versehen aufgelegt, weil ich will ja mit ihr darüber reden und die Sache klären. Ja, sie sagt, ich habe aufgelegt. Okay, Baba und Odell bestimmt. Dann habe ich extra geschrieben, okay, dein Vater zahlt bestimmt. Warum stellst du dich nur so an und bringst mich wieder zum Heulen? Habe ich gesagt, beruhig dich auf Gegenseitigkeit. Dann sagt sie, ich weine. Das Problem ist, sie war sehr, sehr oft respektlos. Hat geflucht, sehr laut gegenüber mir geschrien und immer wieder diese Sachen. Einfach von mir in der Öffentlichkeit weggehen, sich von mir trennen. Auch, und das sind so Sachen, nein, muss man nicht machen, red doch normal mit mir. Und dann habe ich geschrieben, ja, beziehungsweise sie, du bist der Eigentliche, der hier geizig ist. Und danke, dass du dir da mal den Tag meiner Familie zerstört hast. Heule hier rum. Gel mir rumbügün eve, das bedeutet, ich komme heute nicht nach Hause. Ich habe gesagt, Hande Baban Ediyordu, also ich dachte, dein Vater zahlt. Weil Mr. Geizhals nie was bezahlt hat. Ich habe es nur erwähnt, von mir aus zahle ich das. Aber sag mir dann nie wieder, mein Vater zahlt das und das. Ja? Mich hat es einfach nur aufgeregt, dass sie mir sagt, ey, mein Vater fühlt sich schlecht, er will das und das zahlen. Und danach heißt es, Khan, zahl das. Ja? Was ist diese Politik? Meinst du, es scheitert an 600 Euro, wenn ich schon so viel gezahlt habe? Wallah, billah, ich hätte es gezahlt. Das ist kein Problem, habe ich auch geschrieben. Und dann habe ich auf deinen Gelme-Rumbögen erwähnt, wo du gesagt hast, ich komme heute nicht nach Hause, habe ich geantwortet, Gelme. Ja? Und da sage ich dir die Wahrheit, war das ein kindisches Verhalten von uns beiden und ein Fehler von uns beiden. Du hättest als Frau nicht schreiben dürfen, ich komme nicht nach Hause. Das darfst du einem Ehemann nicht schreiben. Und ich darf als Ehemann nicht mitmachen und sagen, komm nicht. Ja? War ein Fehler von uns beiden. Und dann will ich euch ein Beispiel geben. Ja? Nur dafür, dass diese Geldsachen mich nicht interessieren. Wallah, die Leute stempeln mich als, was weiß ich da, Alter. Meine Fresse. Und dann schreibt sie mir früher bei WhatsApp, Hochzeitskleid 1000 Euro, Henna-Kleid 200 Euro. David, kein Plan, was das bedeutet. Irgendwas, 170 Euro. 100 Euro von dir, ich weiß nicht mehr, was damit gemeint war. 69 Euro mein Vater, also du zahlst 1300 Euro. Affensmiley, Affensmiley, ich mache mich gerne zum Affen. Ich zahle gerne alles, ist doch kein Problem. Dein Vater hat gesagt, Wallah, sie hat mir danach erklärt, mein Vater zahlt 69 Euro. Diese krumme Zahl, die offen bleibt. Du zahlst den Rest. Und ich habe dein Hochzeitskleid bezahlt, beziehungsweise meine Mutter. Weil meine Mutter gesagt hat, das ist meine Tochter, ich liebe sie. Kam du überweist der glatte 2000 Euro. Und hier ist der Screenshot, ich schwöre bei Gott, von meiner Mutter. Sofort von ihr Konto auf ihr Konto, von meiner Ex-Ehefrau. Und sie hat gesagt, das restliche Geld ist für ihre Mutter, die soll ihr Boccia selbst kaufen. Man muss ja der Mutter, der Schwiegermutter ein Boccia machen, so entweder kleine Geschenke, irgendein Kleid, was auch immer. Meine Mutter sagt, wir wissen nicht, was ihr gefällt, sie soll selber einkaufen gehen, ja? So, worauf ich hinaus will. Ah, dein Vater hat meinen Anzug nicht bezahlt. Man zahlt dir gegenseitig Männerseite hier, von Frauenseite Kleid und andersrum Anzug. Wallah, Billah, dein Vater hat nichts bezahlt. Und als seine Mutter, meiner Mutter geschrieben hat, hör mal, wie geil seid ihr und bla bla, ich habe nicht mal ein Boccia von euch erhalten, ist meine Mutter geplatzt und du erinnerst dich auch an den Tag, wo sie ins Wohnzimmer kam und gesagt hat, ey, hör mal, willst du mich verarschen? Ich überweise dir 2000 Euro, 700 Euro für deine Mutter und deine Mutter schreibt mir hier, ihr habt mir nicht mal ein Boccia gekauft und da hast du geweint und hast gesagt, mein Vater hat das ganze Geld genommen und hat mit dem restlichen Geld diesen Henna-Abend bezahlt, diesen Saal, was 600 Euro gekostet hat. Ich schwöre bei Allah, das hast du gesagt. Allah soll mich bestrafen, wenn ich lüge. Genau das hast du gesagt. Weil dein Vater einfach so das Geld hält. Und wir haben trotzdem nichts gesagt. Geld überwiesen, Khalas. Ha? Ja, okay, wir sind nach Langenfeld gefahren, zu unserer Wohnung. Meine Eltern wollten mit ihm in Ruhe darüber reden, was das soll, wieso der sich so anstellt. Und unten war ein Kollege von ihm, der vor dem Wagen gewartet hat. Der hat ihm sofort Bescheid gegeben, dass wir hochkommen. Der hat versucht, die Tür abzuschließen, aber ich habe die noch schnell genug aufbekommen. Ich war schneller, habe die Tür aufbekommen. Wir sind reingegangen und der ist Richtung Terrasse gerannt. Ich schwöre bei Allahs 93 Namen, ich war im Wohnzimmer am Esstisch und habe mich mit Chillen beschäftigt, meiner Katze. Die kamen reingestürmt, nichts ahnen, die kamen reingestürmt, ja. Ich habe gehört, wie die Tür aufging. Ich schwöre bei Allah, ich bin weder zur Tür noch irgendwie versucht zuzudrehen, was auch immer. Hör mal, wenn ich gewollt hätte und die Tür zugehalten hätte, Wallah, ihr werdet niemals reingekommen. Das sind Lügen über Lügen, ja, die sich sammeln, die nicht sein müssen.
Sie versucht mich damit irgendwie als Angsthase, was auch immer, abzustempeln. Sie haut die Tür abschließen, was auch immer. Du verstehst du eine Sache? Es gibt eine Sache mit Respekt, mit Adib, dass ich gegenüber deinem Schwiegervater niemals mir die Hand erheben würde. Er wurde handgreiflich, er wurde aggressiv und ich habe gesagt, halt Abstand, geh weg von mir. Es soll in meiner Wohnung nicht eskalieren. Hä? Alleine bekommt er nichts hin, selbst wenn er einen Termin bei der Sparkasse hat, ne? Geld abüberweisen, Geld abheben, ohne seine Mutter kann er sich nicht vom Fleck rühren. Ey, hör mal. Eine Frage an euch. Meine Mutter, die mit 50 Jahren immer noch kein Deutsch kann, die... Ich verwalte hier Online-Banking, ich verwalte alles von ihr. Warum soll ich meiner Mutter zur Bank Geld abheben? Ey, ich habe seit 10 Jahren ein Gewerbe. Ich hatte so viele GmbHs, Läden, Steuerberater. Du musst dir doch selber zuhören, was du da sagst. Ich weiß, du willst mich als Mutter so nicht abstempeln. Du willst immer, dass das die Leute sagen, Mutter Kahn, der ist so krass, Mutter. Aber wie kann man denn sowas glauben? Dass ich zu jeder Sache Bank Geld abhebe? Was redest du da? Wallah, was redest du da? Jeden Termin nimmt er mit seiner Mutter wahr. Wie soll ich denn? Ich hab doch selber keinen Bock, jeden Termin mit meiner Mutter zu gehen. Das ist nicht böse gemeint oder so. Als wenn ich jetzt, wer nimmt denn seine Mutter zu jedem Termin mit? Er ist nicht mal imstande, seine Kaution abzuholen vom alten Vermieter seiner Shisha-Bar. Also, aber er kriegt's nicht hin. Ich verstehe gar nicht, warum die das erwähnt. Ich habe meine Shisha-Bar schon lange abgegeben. Und bis heute habe ich meine Kaution nicht erhalten, weil ich bis heute den Vermieter anrufe, was ist meine Kaution? Und er sagt, ja, wir müssen das mit der Buchhaltung klären, dies und das. Ich schwöre bei Gott, das ist die Wahrheit. Ich bekomme meine Kaution nicht, weil ich warten muss. Es sind jetzt knapp 6 Monate vergangen. Und nach diesen 6 Monaten werde ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Druck machen, weil ich habe mich ein bisschen recherchiert. Du darfst innerhalb der 6 Monate keinen Dings machen, weil der Vermieter hat Zeit, bis zu 6 Monate dir das Geld zurückzugeben. Und wir sind jetzt knapp bei den 6 Monaten angekommen. Jane, warum sagst du einfach so sinnlose Sachen? Ich bin zu faul, 4.000 Euro Kaution abzuholen. Alter, das sind 4.000 Euro, weißt du, wie viel das ist? Ich mache gerade einen Laden auf, ich brauche jeden Cent. Warum soll ich denn nicht einfach kurz 10 Minuten fahren und meine 4 Mille abholen? Vor der Hochzeit, wir sind ihn besuchen gegangen mit meinen Eltern zusammen, wir wurden eingeladen. Und wirklich, meine Eltern haben eine Größe, einen Respekt gegenüber ihm gezeigt und die haben sie nicht gedemütigt als Familie. Ihr müsst jetzt aufpassen. Also Mashallah, der Vater hat eine Größe gezeigt und hat uns nicht gedemütigt. Für was? Die leben in einer Bruchbude. Auf engstem Raum. Es war katastrophal. Auf dem Heimweg, mein Papa hat mich angefleht, damit ich einen Cut setze. Damit ich dem ganzen Jahr ein Ende setze. Weil er hat mir im Wagen gesagt, du bist verwöhnt, du kommst aus guten Verhältnissen. Wirst du mit sowas klarkommen, sagte er zu mir. Audubillah. Das hat erstmal euren Charakter mal wieder gezeigt, ne? Wie ihr über uns gedacht habt. Ich schwöre bei Allah, wir haben knapp 100 Quadratmeter. Meine Eltern haben so ein schönes Zuhause, so eine schöne Wohnung. Ich weiß nicht, wie sie darauf kommt, ob sie vielleicht einfach allgemein uns schlecht darstellen möchte. Aber sagen wir mal, wir leben in einer Bruchbude. Sagen wir mal, wir sind richtig kaputt, kein Geld, uns geht es nicht gut. Alhamdulillah, wir hätten dann immer noch dennoch unseren Glauben und Allah subhanahu wa ta'ala. Also will dein Vater sagen, du kannst diesen Menschen nicht heiraten, weil die nicht genug Geld haben und in einer Bruchbude leben. Du hast gerade selber gesagt, dein Vater hat dich angefleht, diesen Mann nicht zu heiraten, aufgrund der finanziellen Lage. Wie willst du das und dein Vater am jüngsten Tag rechtfertigen? Ja? Und ihr sagt, wir sind nicht auf Geld hinaus, wenn ihr sagt, die leben in einer Bruchbude. Audubillah, soll ich von deiner Wohnung anfangen? Ja? Du sagst zu mir, mein Vater hat seit 25 Jahren die Couch nicht geändert. Du hast dich geschämt, wo wir zur Hand an dem Tag gekommen sind, wo wir deine Hand angehalten haben. Das, wo man sitzt, alles eingedrückt ist und schon weiß abgenutzt ist von dieser roten Couch. Ja? Du hast deine eigene Familie, dein Zuhause so schlecht geredet, dass du dich geschämt hast. Und jetzt redest du einfach meine Familie schlecht. Sollen wir in einer Bruchbude leben? Sollen wir keinen Cent haben? Alhamdulillah, wir haben Allah an unserer Seite. Und ich bin Alhamdulillah so sehr froh, dass du dein wahres Gesicht gezeigt hast. Ja? Dass ihr nur nach Geld wart. Geld. Ihr konntet euch nie zufriedenstellen. Es geht weiter. 1.600 Euro. Und dieses Geld wurde mir auch versprochen. So, es geht um die 2.000 Euro. Laut meiner Meinung, weil ich Geld abgehoben habe und 2.000 Euro dahingetan habe. Sie sagt, es wären 1.600 Euro. Gott ist groß, eins von den beiden wird stimmen. Also, meine Mutter hatte uns auch Geld geliehen für den Urlaub und es war auch quasi ihr Geld. Es tut mir leid, dass ich so viel schwören muss. Ich schwöre bei Allahs 99 Namen. Alle meine guten Taten sollst du und deine Mutter bekommen und alle deine Sünden von dir, deiner Mutter und deinem Vater soll ich bekommen, wenn das Geld von deiner Mutter war und die mir dieses Geld für den Urlaub gegeben hat oder sonst was. Allah soll mich als Kafir sterben lassen, wenn das euer Geld war. Bei Allah, das war mein Geld, von meinem Konto ausgezogen, zum größten Teil. Ein paar Tage davor, weil du wusstest, ich muss damit gewisse Sachen zahlen für meinen Laden. Allah soll mich bestrafen und als Kafir sterben lassen, wenn du die Wahrheit gesprochen hast. Du bist so dreckig.
Du bist so dreckig, ich scheiß auf dieses Geld. Aber dass du sagst, es wäre von euch, du wirst dich am jüngsten Tag gerade machen. Aber sowas von. Istanbul-Urlaub, oder was? Das war für Fethiyan, weil Malediven haben wir uns nicht geleistet. Es war... Das ist dein Dank. Dein Mann bringt dich nach Fethiyan und wir konnten uns Malediven nicht leisten. Das ist dein Dank, ja? Der so viel für dich getan hat. Ja? Kannst du als muslimische Frau, die den Islam nicht, die den Islam angeblich gelehrt hat, kannst du nicht sagen, Alhamdulillah, wir waren in Fethiyan, wir hatten einen schönen Urlaub, währenddessen Leute nicht mal einmal im Jahr einen Urlaub machen können? Aber dazu kommen wir noch. Versprochen, dass wir in die Malediven fliegen, nach Marokko fliegen, nach Tokio, Seoul, aber wir haben es nach Fethiyan geschafft. Okay. Ich bin echt mittlerweile so sehr froh, dass du vor mir gegangen bist. Wallah, stimmt, ich habe dir Malediven versprochen. Ich habe gesagt, ey, Flitterwochen können wir nicht sofort machen. Willst du Malediven? Wir müssen bis Oktober warten, weil die Jahreszeit ist Oktober bis April. Bei Allahs 99 Namen, genau so war das und du hast gesagt, okay. Und dann hast du gesagt, ich will doch Tokio. Ich so, ey, du kannst ja aussuchen. Ende des Jahres immer eine Riesenreise und in der Mitte des Jahres sowas wie Türkei, Marokko. Und du hast gesagt, dann lass lieber Tokio fliegen. Ich so, kein Problem. Und bei Allah, wir hätten es gemacht. Ich hätte alles für dich gemacht. Und du würdest mir jetzt sagen, in 3,5 Monaten, ab unserer Hochzeit, beziehungsweise wo wir in die Wohnung eingezogen sind, bis zur Trennung waren es 3,5 Monate. In 3,5 Monaten waren wir 2 Wochen in Fethiye, 2 Wochen in Istanbul. Ja, nee, wir haben noch 2,5 Monate. Wir mussten die Wohnung fertig machen, dies und das. Wie willst du in 2,5 Monaten die ganze Welt bereisen, ne? Aber okay, hören wir mal weiter. Als Allah euch an dem Tag, am Samstag losgestellt hat, wo du mich aus Versehen angerufen hast und ich euer ganzes Gespräch mitgehört habe. Was ich damit sagen wollte, Allah hat sie an einem Tag losgestellt. Die hat mich aus Versehen, wo die nach Hause gefahren sind, angerufen und ich habe das ganze Gespräch aufgezeichnet, wie die über uns geredet haben. Das wird später noch hier drin kommen. Sag dein Vater, der hat dir Tokio, Malediven, Seoul, Korea versprochen, nix. Und jetzt sag mir bitte, welcher Ehemann kann seine Frau in 4 Monaten die Welt bereisen und so viel zeigen? Wir waren 2 Mal in der Türkei. Wir sind neu in die Wohnung eingezogen. Ich habe eine gute Freundin, die das mit ihrem Mann macht tagtäglich. Also du argumentierst damit, dass das möglich ist, dass das Leute gemacht haben und wir es nicht geschafft haben? Also, du willst mir jetzt sagen, in vier Monaten hätten wir Tokio Malediven alles machen müssen? Das willst du mir jetzt gerade sagen? Ich sage nicht, dass wir das machen müssen, aber es wäre möglich. Ey, das glaubst du doch selber nicht. Ich glaube, mehr dazu muss ich nicht sagen, Leute, wir machen weiter. Einfach, die Mutter ist zu Hochzeiten gegangen und hat einfach von meinem Gold der Braut Gold geschenkt. Mhm. Und darüber hinaus habe ich die Hälfte des Goldes noch dort liegen lassen. Das, was vor der islamischen Trauung mir geschenkt wurde. Ich schwöre, bei Allah hast du dich. Ich und meine Mutter haben dir, glaube ich, auf jeden Fall über 10.000 Euro, ich weiß nicht genau, wie viel, über 10.000 Euro gegeben. Du hast es mitgenommen. Willst du mich verarschen? Was hast du denn hier gelassen? Zeig doch mal die Batzen, die du mitgenommen hast. Blieb dort. Ich habe nur dieses Gold mitgenommen, was meine Eltern, meine Familie gekauft. Ich schwöre bei Allah, das stimmt nicht. Du bist so verlogen, so ekelhaft, ne? Hat und was mir nach der islamischen Trauung geschenkt wurde. Ihr Mehir, die Brautgabe, die ist auch islamisch verpflichtet. Ich habe auch meins nicht bekommen. Er sagt, jetzt kommen wir zum besten Teil, Mehir. Ich damit zufrieden, mit der 1.500 Euro und mit dem Gold. Merkt ihr, wie dieses Geld von 2.000 auf 1.600, 1.500 immer reduziert wird und immer weniger gemacht wird? Was du dir mitgenommen hast. Sie will jetzt damit sagen, ich habe gesagt, stell dich zufrieden mit dem Gold und mit dem Geld, ne, dass du ein Mädchen nicht bekommst. Ich zeige euch jetzt die Aufnahmen erstmal, als Allah sie an den Tag losgestellt hat. Ich zeige nur ein paar Ausschnitte, das wäre sonst viel zu lang. Was sie über uns im Auto geredet haben. Wir fangen mal an, wie das Gespräch anfing. Ja? Ich habe Hallo, Hallo gesagt, sie hat nicht geantwortet, ich habe sofort auf Stumm gemacht. Ich habe gecheckt, die ruft aus Versehen an, aufgenommen. Ja, der Vater am Fluch und Schädel ist Rana Bozuklar, die ist das auf Türkisch. Der Vater sagt, wie konntest du dieses Affengesicht, also was hat dir daran gefallen? Das verstehe ich bis heute nicht, ja. MashaAllah, ihr Haji Hodjas, ja. Allahs Geschöpf, Alhamdulillah, ob ich aussehe wie ein Affe oder nicht. Allah hat mich erschaffen und ich bin dankbar dafür, wie er mich erschaffen hat. Aber dass du über Allahs Geschöpf so redest, ja? ist das jetzt korrekt? Ha, er sagt, 10.000 Euro musst du noch geben. 10.000 Euro wird dir noch geben. Wir haben als mir hier die Hajj vereinbart, 10.000 Euro sind die Hajj. Und 3.000 Euro sind für deine Versorgungskosten, also Taschengeld. 13.000 Euro, macht das Ganze zusammen. So, jetzt erstmal. Ich habe gesagt, du bekommst dein Mehr. Aktueller Stand der Hatsche, 7.500 Euro. Und ich habe mich mit einem Heute zusammengesetzt und darüber geredet. Ja, haben wir hier bekommt die.
Aber weil sie sich von dir getrennt hat, ja, und das auch nur wegen den Eltern, ohne jeglichen Grund, weder fremdgegangen, sonst noch was, hat sie erstmal keinen Anspruch auf dieses gesamte Gold. Das, was ich ihr gegeben habe von meiner Seite aus, kriege ich zurück. Das ist mein Hack, ja, an erster Stelle. Und das Geld, das du so oder so geklaut hast, gehört auch mir, ja. Aber lassen wir das mal so dahingestellt, ja. Lassen wir das mal so dahingestellt, wen dieses Gold gehört, wen das gehört, ja. Das ist eine Riesensache. Ich weiß ganz genau, was die Wahrheit ist, ja. Ich weiß ganz genau, was mir zusteht, ja. Du hast dich von mir getrennt, ja. Du wolltest nicht mehr und du hast alles für dich beansprucht. Und ich habe gesagt, gib mir erstmal das zurück, was mir zusteht. Hätten wir bei dem Bargeld erstmal angefangen, ja. Und dann habe ich gesagt, ihr habt mein ganzes Gold behalten, mein Bargeld, dann zieht eure Hatsch davon ab und geht. Geht aber mit Gott. Ja? Denkst du wirklich, ich zahle euch noch 7.500 Euro, beziehungsweise dein geldgieriger Vater, der sofort den Preis verdoppeln musste, knapp 14.000, also 13.000 Euro. Denkst du, ich gebe euch noch, Hör mal, diese Mehl ist eine Absicherung, wenn der Mann die Frau verlässt, dann gebe ich dir dein Mehl. Wenn du mich verlässt, das ist eine andere Sache. Ich hätte es dir dennoch gegeben. Aber du hast 20.000 Euro Gold, knapp 2.000 Euro Bargeld und du willst dann noch so dreist dein Mädel beanspruchen? Hä? Dein Vater manipuliert dich und du checkst das nicht. Und das werde ich jetzt nochmal beweisen. Er sagt, er hat nur gelogen, alles war gelogen. Er macht dich zur glücklichen Frau, hat er gesagt. Tokio, Singapur, er wollte dich überall hinbringen. Alles gelogen, sagt der Vater. Und deswegen verstehe ich auch, warum meine Ex-Ehefrau das immer wieder erwähnt. Ja? Weil dieser Vater in ihr kleines Gehirn das so eingeprägt hat, so manipuliert hat, ja? Was sie nicht verstehen, ist, dass du in 300 Monaten doch nicht die ganze Welt bereisen kannst, meine Fresse. Was ist das für ein kaputter Vater, der verlangt, dass ich die innerhalb von 300 Monaten durch die ganze Welt... Ey, bist du verrückt, Alter? In 2 Jahren hätte meine Ex-Ehefrau Selbstmord gemacht. Er hätte dich in Suizidgedanken gebracht. Ja? Du alleine als Vater wirst irgendwann deine Tochter kaputt machen. Nur du alleine, mit deiner krankhaften Art. Du besitzt ja kein Content. Diese Straßenumfragen kommen doch gar nicht mehr gut an. Ich habe ihn so oft darum gebeten, dass er damit aufhören soll. Ach echt? Hast du das? Komisch. Also hier ist ein WhatsApp-Verlauf, was meine Ex-Ehefrau, ich schwöre bei Gott, das ist sie, ja? Unser WhatsApp-Verlauf, ich fake hier keine Verläufe, ich tue hier nichts von anderen Leuten oder so rein. Video 1. Frauen, wie stellst du dir deinen Zukünftigen vor? Tönt es dich ab, wenn der Mann viele Beziehungen vor dir hatte? Männer, wie würdest du dich stören, wenn blablabla? Video 2. Mann oder Frau, wer ist neuer? Blablabla. Und diese Videos habe ich auch gedreht. Weil das deine Dings waren, deine Fragen, die du mir gegeben hast. Ich habe gesagt, ey Schatz, ich habe keine Ideen mehr, helfe mir mal ein bisschen. Ist schwierig, Ideen zu sammeln, ja. Ich muss ein paar Straßenvideos drehen. Wann hast du was dagegen? Du hast dich doch gefreut. Ja, Kanya, wie ist mein Mann? Ja, hier, cooles Leben, Lifestyle, blablabla. Du hast dieses Leben doch genossen. Warum lügst du? Ich wusste davon nicht Bescheid. Ich wusste kein bisschen von diesem unehelichen Kind Bescheid. Was jetzt kommen wird, ich möchte, dass niemand sie anschreibt und sagt, wie ekelhaft du bist. Keiner soll sie beleidigen. Ich werde jetzt zwar die Wahrheit aufdecken, sie kann nichts dafür, sie ist in ein Loch gefallen. Lass dieses Mädchen bitte. Ich werde euch einfach nur die Wahrheit zeigen. Er hat definitiv ein Kind. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, mich haben natürlich Nachrichten erhalten. Ich habe Nachrichten erhalten, wo mir von geschickt wurde, dass er ein Kind hätte. Ich wusste es gar nicht. Okay. Sehr viele Freundinnen haben mich darauf aufmerksam gemacht und er sagt, dass das kein bisschen der Wahrheit entspricht, dass das nur leere Gerüchte seien und die Leute uns halt trennen möchten, so. Also, ich habe ein Kind, hätte ihr gesagt, dass ich kein Kind habe, dass das nur Gerüchte sind, okay. Vor der Ehe, der hat hoch und... So, wir halten jetzt mal diese Sache fest, was sie gesagt hat. Heilig gesprochen, geschwört, dass das nicht der Wahrheit entspricht und die Leute uns nur so trennen möchten. Ich habe seine Mutter gerufen, wir haben über alles gesprochen. Das ist der wichtigste Teil, Leute. Ich habe den Koran, die Heilige Schrift, unserer Religion auf den Esstisch gelegt und habe gesagt, du schwörst jetzt hoch und heilig auf unsere Heilige Schrift, dass du kein Kind besitzt. Und er hat geschworen. Dieser Mensch fürchtet nicht seinen Schöpfer, wenn er schon sowas machen kann. Ich habe wirklich 2 Jahre sehr, sehr viel leiden müssen. Und ich bin auch mittlerweile froh, dass das jetzt so rauskam, auch wenn du es einfach gedroppt hast. Und die Sünden anderer Preis gibt's, ja, was eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit gehört. Dieses Kind hat nichts mit uns zu tun. Ich werde vielleicht noch irgendwann ein Video machen, ich drücke mich davor, ich möchte das nicht machen. Ich möchte einfach ein Kind nicht ins Internet mit einbeziehen. Ich werde wahrscheinlich auch in Zukunft darauf eingehen und werde euch erklären, was für Probleme ich in den letzten 2 Jahren habe, ja. Ob es stimmt oder nicht, Tamam, ich habe ein Kind. Ich werde mich auch dazu irgendwann äußern.
Aber dass du sagst, ich hätte meine Hand auf das Koranbuch gelegt und hätte geschworen, dass ich kein Kind habe. Normalerweise würde ich jetzt richtig ausrasten. Aber so wie ich gesagt habe, Allah stellt die Menschen bloß. Und du wurdest letzte Nacht so krass bloßgestellt. Ja. Sen hast das denn gecheckt, weißt du das? Die hat mich angerufen. Ich sag hallo, 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 sie redet nicht. Und dann habe ich angefangen mit, ey, du bist krank, weißt du das? Kann ich zurückgeben. Wallah. Warum hat sie angerufen? Ich weiß es nicht. Schuldgefühle. Sie hat so viel Scheiße gelabert, sie konnte einfach nicht mehr. Billah, gecheckt, du brauchst Hilfe. Wie kannst du Allahs Namen in deinen Mund nehmen und sagen, ich hätte auf Koranbuch geschworen, dass ich kein Kind hätte? Wie kannst du so lügen? Ich glaube, das ist erstmal schon mal eine Antwort genug. Wie konntest du so lügen? Ich habe dich angerufen. Ich habe gerade noch eben mit Adem telefoniert, weil der ist mein Zeuge. Weißt du warum? Am jüngsten Tag wird Adem mein Zeuge sein. Ich habe gesagt, Adem, ich habe Angst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich habe dir gebeichtet, dass ich ein Kind habe. Und du sagst, ich habe auf Koranbuch meine Hand gelegt und lässt die Leute glauben, ich hätte auf Koranbuch geschwört und gelogen. Du hast selber so viel gelogen, wollte sie sagen. Das war ihre Antwort. Wer hat dir, willst du mir sagen, du hast dir selber das ausgemalt? Ja. Bitteschön. Ich schwöre bei Gott, das ist unser Gespräch von jetzt, dieser Nacht, vor keine Ahnung wie vielen Stunden. Und sie hat es zugegeben. Sen mein Yachmsen? Sei nicht utan, mir so viele Lügen unterstellt hast, mich bloßgestellt hast in deiner ganzen Social-Media-Welt. Hör mal zu. Du bist das Letzte. Ich habe nicht als die Wahrheit gesprochen. Und sie hat es nicht verkraftet und erfindet Lügen. Ich hätte mir gewünscht, es anders zu beichten, da ich ein Kind habe. Aber es ist jetzt so rausgekommen. Ich möchte auch nicht, dass ihr mich voll labert mit ey, so und so, was, so und so. Ich werde mich irgendwann dazu äußern, aber diese Sache hätten wir erstmal schon mal. Und uns hat ein Anwaltsschreiben erreicht von seiner Ex, dass er keinen Unterhalt für die Kleine zahlt. Ich war außer mir, ich bin ausgerastet. Ich stelle ihn zur Rede und die Reaktion, die Antwort, die er von ihr gab, du hast mich so genommen, wie ich bin, das ist halt meine Vergangenheit. Okay. Ich glaube, es ist nichts Neues, dass diese Kindesmutter versucht, richtig viel Stress zu machen, ebenfalls am Fame erlangen möchte, genau wie meine Ex-Ehefrau. Aber was du sagst, ich würde keinen Unterhalt zahlen, weil diese Gerüchte im Internet waren. Ich schwöre bei Allah, ich zahle Unterhalt. Und hier sind die Bilder, ja? Zuletzt hier, Oktober, September und so weiter, immer runter. Hier geht es weiter, 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 weiter. Wallah, billah, ich zahle Unterhalt. Ich bin kein Bastard, der nicht für sein Kind da ist. Ich werde immer für mein Kind da sein. Und ich werde mich noch, wie gesagt, dazu äußern. Ich gehe hier nur auf diese Punkte ein und zeige euch das Gegenteil, ja, dass diese Frau ein chronischer Lügner ist und einfach nur Hilfe braucht. Ich bin mit dem Fahrrad den Wocheneinkauf erledigen gegangen und meine Eltern sehen auch, okay, unsere Tochter kann uns nie besuchen kommen. Da hat mein Vater gesagt, Küsim, ich kaufe dir einen Wagen, okay? Mhm. Such dir und deinen Ehemann einen Wagen auf und wenn ich den in Ordnung finde, kaufe ich dir den. Glaubst du mir? Ich sage ihm, ruf den Händler an, dieser Wagen gefällt mir. Er sagt, nee, wenn ich da anrufe, die können meine Stimme erkennen. Ich kann da nicht anrufen. Ich schwöre bei Gott, ich habe angerufen. Da an dem Tag, wo sie gesagt hat, rufe an, ich schwöre bei Allah, ich habe angerufen. Und da habe ich gesagt, das sind Schrottwagen, keine Dings, Papiere, dies, das, vergiss, nichts erwarten. So was gibt der von sich. Und hier ist ein Screenshot. Und ich schwöre bei Gott, das ist unser Screenshot. Ich fake da nichts. Und ich habe mich sogar bemüht, weil der Vater hat gesagt, ey, ich möchte dir ein Auto kaufen, weil ich dein Auto verkauft habe. Er hat Schuldgefühle bekommen. Und er hat aber gesagt, darf nicht so viel PS sein, darf nicht das und das sein, muss das und das günstig sein, so viel gelaufen. Und er hat gesagt, ich habe keine Zeit dafür, such mit deinem Ehemann, schick mir ein Screen, ich kaufe diesen Wagen. Und ich habe dir auch durchgehend Sachen geschickt, ey, der wäre gut, das war gut, ja. Alles klar, machen wir weiter. Und glaubst du mir, mein Mann hat von sich gegeben, November endet mein Leasingvertrag, dann gebe ich den Wagen ab. Dann können wir deinen Wagen für eine längere Zeit zusammenfahren. Ich soll die Autoversicherung übernehmen, Tank übernehmen und er wird meinen Wagen durchgehend fahren. Ich war schockiert. Ich bin auch wirklich gerade schockiert. Und ich stelle euch nur eine Frage, ohne dass ich schwören muss, ohne dass ich irgendwas beweisen muss, ja? Weil ich weiß gerade nicht, wie ich das beweisen soll. Jemand, der so viele, Alhamdulillah, schöne Autos gefahren ist. AMG, CLS, G-Klasse und schon seit Jahren diese Autos fährt, ja. Und Alhamdulillah, ich werde jetzt in Zukunft ein neues Auto bekommen, werde doch dazu ein Video drehen, ja.
Inshallah klappt alles und das ist aber eine andere Sache. Ich soll jetzt freiwillig meine Autos abgeben, in ein 1.000 bis 2.000 Euro Auto einsteigen. Es tut mir leid, dass ich so ekelhaft rede. Alhamdulillah für alles. Ich fahre ein 100.000 Euro Auto, ich fahre ein 1.000 Euro Auto. Aber ich soll jetzt freiwillig dieses Auto abgeben, diese ganzen Autos, mein Lifestyle, so wie ich lebe. Seit Jahren kennt ihr mein Lifestyle. Und soll jetzt sagen, danke Schwiegervater, ich fahre dein 1.000 Euro Auto. Ich soll dich, die Versicherung, den Tank, alles zahlen lassen. Ich muss jetzt so nichts mehr anmerken lassen. Also, jeder muss doch verstehen, Audubillah. Ja, ne, ich will mich nicht pushen oder sonst was. Habe ich es nötig, mir kein Auto mehr zu holen, dass ich 1.000 Euro mit deinem Auto fahre? Überleg doch vorher, was du sagst. Sag doch was Gescheites, was ein bisschen so okay, wo die Leute, was glaubhaft wäre. Ich habe wirklich versucht, diese Ehe am Leben zu halten. Aber er war nicht mal imstande, seine 5-täglichen Gebete einzuhalten. Ich musste ihn zwanghaft für jedes Morgensgebet wecken. Ja, ich habe nicht gebetet. Ich muss niemanden hier jetzt eine Rechenschaft geben. Alhamdulillah. Seit einem gewissen Alter bete ich durch und Alhamdulillah Rabbil Alamin, ich habe noch nie das Gebet unterlassen. Noch nie in meinem Leben. Das Gebet hält mich am Leben. Ja? Allah ist der Versorger und alles kommt von Allah. Und doch nur dafür, weil ich dankbar bin. Ja? Habe ich mein Mittagsgebet verpasst, weil ich unterwegs am Arbeiten war und es nachgeholt? Kann passieren. Und was du dann sagst, ich musste ihn zwanghaft zum Morgengebet aufwecken. Hä? Erstmal die erste Sache. Ist das nicht eine schöne Sache, seinem Partner, seinem Ehepartner, ist das nicht Sinn und Zweck in der Ehe, sich gegenseitig zu Fajr zu wecken, diese Hasanat mitzunehmen? Und ich schwöre bei Gott, wie oft ich dich geweckt habe und du nie aufstehen wolltest, wie oft du mich geweckt hast. Alhamdulillah, wie schön das war, ich habe immer vorgebetet. Ich habe für dich vorgebetet und du warst hinter mir. Guck mal, wie schön das war. Und jetzt sagst du, zwanghaft musste ich dich aufwecken, möge Allah, ja, für die Tage, wo du mich am Fajr geweckt hast, möge Allah dich dafür nicht belohnen, weil du sagst, es wäre zwanghaft. Dass du als Hajj Hoja, Islamgelehrter, sowas sagst, ich verstehe die Welt nicht, ich verstehe das nicht. Also wenn du, egal. Damit ich in Ruhe meine Sachen packen kann. Ich gehe alleine nach oben, er und seine Mutter lassen mich nicht in Ruhe meine Sachen packen und machen mir die ganze Zeit Vorwürfe. Mein Vater war unten. Dein Vater haben die nicht durchgelassen? Auch mein Bruder nicht. Aber warte mal, du bist ja alleine als Frau da gewesen. Ja. Er war alleine da, die Mutter war alleine da. Also das heißt, du warst 2 gegen 1. Immer, das war auch die von Beginn an so, 2 gegen 1. Immer 2 gegen 1. Ach so, ich habe ja nicht gesagt, dein Vater kommt nicht hoch, weil er aggressiv ist. Habe ich nicht gesagt, du und deine Mädels können hoch, deine Cousine, deine Freundinnen, hä? Weil meine Mutter ist oben, sie hilft euch, ja, als einzige Frau. Und das ist meine Wohnung, ich bin der Mann, ich bin hier oben, ja? Und du bist mit deinen Mädels hochgekommen. Du warst angeblich alleine? Die Mädels muss sagen, aber was anderes. Meine Mutter sagt noch, seid respektvoll gegenüber, bitte redet nicht so, ja? Noch ganz vernünftig. Und sie sagt ja, meine Mutter, sie ist nur erniedrigt. Und jetzt aufpassen, was passiert. Ich würde ihm noch reden darüber. Da hat ihre Cousine gesagt, eine von ihren Cousinen, hört mal doch mal. Nekun Jackson und dann, also was willst du noch mit ihm reden? Warum mischst du dich denn gerade ein? Und ich sage, warum mischst du dich denn ein? Die Cousine sagt, warum ich mich einmische. Und ich sage, sie ist alt genug. Ich habe hier die Wohnung gelassen, um dir ein bisschen zu helfen, aber nicht einmischen. Ich habe dich doch hier die Wohnung gelassen, um mir zu helfen, aber nicht, um dich hier einzumischen. Dann habe ich gesagt, du bist nur ein Kind, geh mal weg, weil die war vielleicht 18, 19 Jahre. Und die so, was? Ich bin ein Kind? Die Sachen einpacken. Das ist doch nicht dein Thema hier. Und ich habe gesagt, geh weiter die Sachen einpacken. Das ist doch nicht deine Angelegenheit hier. Und die und ihre Cousinen weiter hinten alle am Lachen. Hör mal, wie du warst alleine. Weder haben wir dich erniedrigt, wir sind keine gottlosen Menschen, noch warst du alleine. Aber Alhamdulillah, dass ich so schlau war und alles aufgenommen habe. Das ist nicht hinterhältig. Du bist hinterhältig. Ich versuche, meinen Ruf zu retten. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat mir ins Gesicht reingespuckt und mich aus der Wohnung geschmissen. Nach so einer Reaktion soll ich noch wie ein Hund zurück angekrochen kommen und sagen, hier bitte schön dein Gold und Geld. Der spuckt mir ins Gesicht, schmeißt mich aus der Wohnung. Das aber der Spuck hat dich doch nicht berührt, oder? Wisst ihr, was der Bruder im Hintergrund gerade gesagt hat? Hört mal zu. Aus der Wohnung. Das aber der Spuck hat dich doch nicht berührt, oder? Aber die Spuck hat dich schon berührt, oder? Weil der Bruder denkt sich, hä, davon haben wir gar nichts mitbekommen. Weil hätte ich das wirklich gemacht, ne, hätte die Familie das mitbekommen und dann wäre es eskaliert. Das war direkt vor mir. So. Und jetzt folgendes, Leute. Ich schwöre bei Gott,
Sie beichtet vor mir, ich habe dein Geld geschont, aber ich gebe es dir wieder. Ich stehe aufgeregt Richtung Flur, ich mache, puh, wie konntest du nur? In dem Moment habe ich mein Handy geholt, sprach mir, wo geschattet, kam wieder zurück. Und habe ich gesagt, sogar noch in der Memo, es tut mir leid, es tut mir leid für das, was ich gerade gemacht habe. Meine Eltern, wallah, meine Eltern haben sogar noch gesagt, hey, was machst du da? Das ist Eib. Aber normalerweise müsste ich dir wirklich ins Gesicht, das weißt du selber. Und ich habe zum Boden, vielleicht in deine Richtung, puh gemacht. Du warst mindestens 5 Meter weg. So, ich habe sie daraufhin konfrontiert, aber sie weiß natürlich, ich nehme auf. Sie kann nicht alles zugeben. Okay, einmal bitteschön. Wallah, billah, ich bin nicht in Gesicht reingeschmuckt. Ich war weiter weg, ich habe auf den Boden geschmuckt. Wallah, billah, so. Und die andere Sache ist... Das war in meine Richtung. Wallah, billah, nicht. Okay, stopp. Hör mir zu. Du hast gesagt, guck mal, Allah ist unser Zeuge. Du hast gesagt, ich bin in dein Gesicht geschmuckt, ne? Hast du Spuck in dein Gesicht bekommen? Hast du Spuck in dein Gesicht bekommen? Guck mal, was sie sagt. Spuck in dein Gesicht bekommen? Es war in meine Richtung. Aha, es war in ihre Richtung, also nicht ins Gesicht. Ins Gesicht kann sie nicht offen und ehrlich zugeben. Okay, Moment. Stopp. Okay, stopp. Respektlosigkeit genug. Stopp. Respektlosigkeit genug, aber Geld von der Ehemann klauen, hä? Ist nicht respektlos? Ich war im Wohnzimmer, du warst im Wohnzimmer am Tisch, ich war im Flur. Ich habe in deine Richtung gespuckt, okay. Aber habe ich dich angespuckt in dein Gesicht? Es ist... Was versuchst du hier zu machen? Nein, du sagst... Ja, was versuchst du hier zu machen? Weil du es nicht... Du kannst es nicht einfach sagen. Ich habe dich nicht angespuckt, hä? Du sagst im Video, er hat mir in mein Gesicht reingespuckt und hätte mich aus der Wohnung rausgeschmissen. Ich war im Flur, 5 Meter weg, hab auf dem Boden in deine Richtung gespuckt, weil ich sauer war. Und danach warst du immer noch in der Küche und du sagst, ich hätte dich rausgeschmissen. Und dann, das hört man auch in der Memo, ich habe gesagt, Özüldilerim, habe ich gesagt, für das, was ich gerade gemacht habe. Meine Eltern haben sogar gesagt, hey, was machst du da, weil ich auf den Boden gespuckt habe. Aber, wallah, billah, Allah ist groß, Allah ist unser Zeuge, ich habe dir nicht in dein Gesicht gespuckt und das weißt du. Und du sagst in die Öffentlichkeit, kann er mein Gesicht geschmuckt, er hätte mich rausgeschmissen, er hätte auf Koranbuch geschworen, er hätte kein Kind, das. Das ist ein, du bist ein chronischer Lügner und du hast einfach nur gelogen. Und Allah hat dich bloßgestellt. Fertig. Du bist ebenfalls ein notorischer Lügner, kann ich nur und jetzt. So, dann machen wir weiter. Ich war im Wagen meines Bruders, wir wollten losfahren, die Mutter lässt uns nicht weiterfahren. Highlight. Die hält zwanghaft das Autofenster offen, weil während unserer islamischen Trauung habe ich darauf bestanden, dass ich auch ein Scheidungsrecht bekomme. Und das habe ich dir gegeben. Ich habe dir Freiraum, ich habe dir alles gegeben. Talak ausgesprochen. Sie hat die ganze Zeit gesagt, sprich deine Talak aus, scheide dich von meinem Sohn. So hat sie sich verhalten dort. Und ich schwöre bei Allah, und guck mal, dein Bruder ist Zeuge. Und ich denke mir, was denkt sich dein Bruder hinter der Kamera? Er saß neben dir und er hat sogar noch gesagt, Ablah, tut mir leid, sowas kann passieren, alles gut. Ne? Dein Bruder ist neben dir und ihr beide wisst, dass du gerade am Lügen bist. Das heißt, ihr seid so eine krasse heuchlerische Familie, ja? Meine Mutter und mein Vater waren an der Fenstertür und haben gesagt, Kızım, überleg's dir gut. Macht nicht so voreilige Schlüsse hier, zieht die nicht und das ist so voreilig, das ist so schnell, so früh. Ihr seid aufgewühlt, bla bla. Wallah, billah, meine Eltern haben auch die ganze Zeit gesagt, egal wie viel ihr gemacht habt, meine Eltern haben die ganze Zeit gesagt, ey, nein, macht das nicht so schnell. Das soll nicht in die Brüche gehen. Wallah, billah, die ganze Zeit. Und ich habe aber gemerkt, du hast ein Riesenproblem damit gehabt, dass deine Eltern bloßgestellt worden sind. Es tut mir zwar leid, aber es war nichts als die Wahrheit. Und jetzt versuchst du, meine Eltern bloßzustellen. Okay, sag dir aber nur eine Sache. Warum ich dir gesagt habe, weil du mir leid getan hast und ich möchte, dass du diese Sache mit Koranbuch gerade biegst, damit es dir besser geht. Weil ich will dir ganz kurz eine Geschichte erzählen, ja? Was sehr, sehr wichtig ist. Damals, nein. Damals zu den Sahaba-Zeiten war ein Mann... Diese ganzen Gespräche, die ihr mitbekommt und seht, das war alles letzte Nacht, als sie mich angerufen hat. Er hat von einem Obsthändler eine Sache geklaut. Dieser Mann rennt weg und der Obsthändler rennt hinterher. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesehen und rennt her und möchte schlichten. Und als dann unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, hast du die Sache geklaut, sagt er nein. Und der Obsthändler sagt doch. Und dieser Mann, der geschont hat, sagt, wallah, ich habe es nicht. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamam, meine Augen haben gelogen, ich habe falsch gesehen, meine Zunge hat gelogen, geh, du hast recht. Und dann sagt dieser Obsthändler, aber du kennst doch die Wahrheit, er hat gestohlen, warum lässt du ihn gehen? Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, weißt du, was er gemacht hat? Er hat Allahs Namen in den Mund genommen und das ist viel schlimmer. Lass ihn gehen. Er wird schon von Allah, also das ist eine ganz, ganz gewaltige Sache. Er hat sich mit Allah angelegt. Und du hast gesagt, er hätte seine Hand auf das Koranbuch gelegt. Jedes einzelne Wort, jeder einzelne Buchstabe, was drin steht. Ich hätte draufgegangen, hätte gelogen. Und wallah, billah, ich habe mir einfach nur gedacht, was sagst du da für dein Akhira? Du hast dich so kaputt gemacht. Umso mehr Menschen dieses Video sehen. Nein. Mich tut's mir. Es ist beschämend, als Frau einen Mann mit Kind akzeptieren. Mit einem unehelichen Kind. Aber du hast mich doch akzeptiert. Aber meinen Eltern konnte ich das nicht beichten. Tut mir leid. Aber ich habe dir doch, mit Koranschubsen, ich habe dir gesagt, Amy, ich habe ein Kind, du hast gesagt, ich akzeptiere es. Da habe ich gesagt, Amy, ich möchte deinen Eltern beichten, damit wir nicht mit einer Lüge leben müssen. Ich schwöre bei Allahs 99 Namen, du hast gesagt, nein, wenn du das sagst, dann wirst du mich nicht kriegen, sag das nicht. Sag, wallah, billah, das stimmt nicht. Komm, sag. Nimm Allahs Namen in den Mund und sag, das stimmt nicht. Komm, sag.
kannst du nicht. Und das ist schäbig. Machst du gerade ein Sprachaudio oder ein Video? Zu. Hör mir bitte ich vertraue zu. Dir nicht. Ach, dann schwör doch. Dann schwör doch. Sag, ich möchte, dass du jetzt sogar sagst, Wallah, Billah, Khan, du hast das ich nicht gesagt. Ich vertraue dir nicht. Du es geht nicht. Video nein, es geht nicht. Scheiß auf dieses Video. Ich vertraue dir kein bisschen. Du hast mich schon öfters Nein. Ich möchte, dass du jetzt nichts dazu dich äußerst. Du hast Angst darum, ich verstehe das. Ich möchte nicht, dass du dich äußerst. Ich weiß aber für mich, erste Sache, du sagst, Khan hat ein uneheliches Kind. Du gibst die Sünde von einem anderen Preis. Nummer eins. Zweite Sache, du sagst, ich wüsste davon nichts, aber wir beide und Allah wissen, dass ich es dir gebeichtet habe. Ich möchte gerade nur von meinen Seelenfrieden abschließen. Ich möchte dir nur sagen, Wallah, Billah, ich habe sie gebeichtet. Ich habe keinen Fehler gemacht und ich war manns genug. Ich habe gesagt, ich möchte zu deinen Eltern nächste Woche kommen, ich möchte es ihm beichten. Und du hast gesagt, mach das nicht. Ich möchte jetzt nicht, dass du darauf antwortest. Brauchst du nicht. Ich weiß, du hast Angst wegen Aufnehmen. Weißt du, du warst nicht mal Mann genug, einen Besuch wahrzunehmen, meiner Familie. Ich möchte gerade nur diese Sache abhaken. Ich möchte nur diese Sache abhaken. Ich möchte dir nur sagen, du hast eine riesenkrasse Sache begangen, indem du das gesagt hast im Koranbuch. Und das hat mir leid getan, weil du machst dich selber damit kaputt. Dein Achida. Du hast dich auch selber kaputt gemacht. Ja, das waren die abschließenden Worte. Ich habe ihr wirklich versucht zu erklären, dass sie, wenn es um sowas geht, dass das da nicht zu spaßen ist. Ne? Und das hat mir am meisten wehgetan. Ja? Und irgendwann hat sie es auch eingesehen. Ich habe irgendwann aufgehört zu filmen. Wir haben unser Hak Helal gemacht. Wallah, sie hat angefangen. Sie hat gesagt, Hak Helal Ediyorum. Ich habe gesagt, wow, danke, ich ebenso. Und ja, sie hat dann eingesehen. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe ihr viel, ne? Sie hat gesagt, danke für diese Nasiha und so weiter. Und ja, ich dachte, das alles muss nicht sein. Sie nimmt das Video raus. Und ja, weil es danach im Telefonat ne, so zu Ende ging, dass ich nicht mehr wollte und sie daraufhin sauer wurde und das Video immer noch drin gelassen hat, bin ich verpflichtet gewesen, hier die Unwahrheiten aufzudecken. Bitte tut mir den Gefallen. Keiner soll sie anschreiben, beleidigen, haten. Vergiss das alles. Das ist im Endeffekt noch ein Mädchen. Ne? Der Druck wurde ihr zu viel. War auch mein Fehler, allgemein diese Videos zu veröffentlichen. Aber letztendlich, es tut mir leid, auch wenn ich mal mit der billigen Aussage komme, es ging um meinen Ruf. Frauenschläger wird gesagt, das wird gemacht. Das ist mein Brot, was ich damit verdiene. Ich muss meine Familie ernähren. Ganz einfach. In dem Sinne, Leute, macht's gut. Und glaubt nicht jeder Scheiße, was immer gepostet wird.